Hi, hallo, ich bin die Niki. Heute gibt es ein Video für dein Herz und für die Liebe zu dir selbst. Vielleicht kennst du das ja, dass man sagt, bevor du erwarten kannst, dass dich andere gut behandeln, behandle erstmal dich selbst gut und liebevoll. Und dann wird es von rundherum genauso auch geschehen, weil sie das aufnehmen, diese Schwingung, weil sie das aufnehmen, dass du dich selbst liebst, genau so wie du bist. Und ich habe auch bei mir selbst gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, sich selbst genauso anzunehmen, wie man ist. Den Körper anzunehmen, wie er ist, sich mit den eigenen Schattenseiten zu beschäftigen auch. Und heute wollen wir einfach mit ein paar liebevollen Affirmationen und ein paar herzöffnenden Asanas ein wenig in die Selbstliebe eintauchen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Finde erstmal einen aufrechten Sitz, dann schließ deine Augen und leg mal eine Hand auf dein Herz und die andere Hand darüber. Atme hier ruhig durch die Nase ein. Öffne den Mund, atme aus. Durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Ein letztes Mal durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Dann schließ deinen Mund, beginn durch die Nase tief ein- und auszuatmen. Spür deinen Herzschlag unter deinen Händen. Nimm deinen Atem wahr, wie er durch deinen Körper durchfließt und erlaube deinem Atem, dass er dich von innen berührt und erfüllt mit Prana, mit Liebe, mit Lebensenergie, mit allem, was du dir für dich und dein Leben wünschst. Beginne ein sanftes Rauschen in deiner Kehle zu erzeugen, sodass du dich atmen hörst, ein liebevoller Ujjayi-Atem, der sich ein bisschen anhört wie Meeresrauschen. Und während du hier sitzt, heb dein Herz in deine Hände hinein und zieh den Scheitel hoch Richtung Decke. Wenn du möchtest, kannst du in dein Herz sagen, ich bin einzigartig. Ich bin einzigartig. Und mit diesem Satz, mit dieser Affirmation kannst du ein wenig bleiben, erst im Sitzen und später in der Bewegung. Ich bin einzigartig. Mit der nächsten Einatmung blitzest du deine Augen auf und hebst die Arme über die Seite nach oben hoch. Bleibe für einen Moment hier, heb die Schultern hoch Richtung Ohren und sanft nach hinten. Heb dein Herz, atme ruhig ein und aus. Und dreh mal die Hände so, als würdest du deine Handkanten aneinander geben wollen. Das rotiert deine Oberarme wunderbar nach außen. Atme noch für zwei mehr, tief ein und aus. Ein letztes Mal einatmen, zieh dich richtig, richtig lang und komm mit der Ausatmung in einen Vierfüßler. Ich komme mit meinem Zeh wieder über die Seite in den Vierfüßler hinein. Und hier atmest du mal ruhig ein und mit der Ausatmung werde weich zwischen Schulterblättern, richtig schmelzen. Einatmend wieder füllen. Und weich werden, in deinem Herzen auch weich werden, für dich selbst ganz sanft sein. Einatmend wieder richtig füllen und mit der Ausatmung weich. Noch zwei mehr. Einatmend, du füllst. Ausatmend, du wirst weich. Ein letztes Mal einatmend füllen. Ausatmend weich werden. Gut, einatmen, findest du jetzt einen neutralen Rücken, bring die Knie ein bisschen hinter deine Hüften, stell deine Zehen hinter dir auf und schieb dich nach hinten in den herabschauenden Hund.
ist in deinem Herz schon den Hund angekommen. Erstmal schau, dass du die Fersen hebst, die Knie beugst. Du weitest dein Gesäß weit nach hinten und nach oben. Und was dann ganz oft passiert ist, dass du mit den Schultern auch so nach hinten kommst und tief drückst. Ich möchte aber, dass du die Schultern mehr nach vorne schiebst, Richtung Handgelenke. Dadurch zieht sich jetzt nämlich dein Rücken auseinander. Auf der einen Seite schiebst du nach vor mit den Schultern, auf der anderen Seite mit deinem Gesäß nach hinten hoch. Und es entsteht eine schöne Lordose in deinem unteren Rücken, eine Wölbung nach innen. Atme hier nochmal ruhig ein, zentriere die Arme zueinander, drück den Zeigefingerballen tief. Und wenn du möchtest und diese Lordose im unteren Rücken bleibt, dann kannst du die Beine strecken. Aber nur, wenn sie bleibt. Wenn du merkst, du wirst jetzt runder im Rücken, dann bitte unbedingt die Beine wieder beugen. Gesäß nach hinten oben weiten, ja? Dein Kopf ist sanft gehoben, die Ohren zwischen den Oberarmen. Atme nochmal ruhig ein hier. Atme aus und dann hebst du langsam dein rechtes Bein nach hinten hoch, spreizt die Zehen auseinander. Mit deiner Ausatmung machst du einen liebevollen Schritt nach vor, heb dafür die linke Ferse hoch, runde den Rücken und bring den rechten Fuß nach vorne zu deinen Händen. Setz dein hinteres Knie ab. Du schaust, dass dein linkes Knie weit da hinten ist, das ist deine Hüfte. Und du kannst dein Bein leicht nach innen rotieren, dann dein Knie absetzen. Das hilft deinem Knie dabei, dass es schön geschützt ist. Leg deinen unteren hinteren Fußrücken ab. Drück den kräftig in den Boden und komme hoch in den kleinen Krieger 1. So, für den kleinen Krieger 1 erstmal hebst du die Schultern nach oben und nach hinten. Und dann hebst du deinen Brustkorb nach vorne und nach oben. Zentriere die Beine zueinander. Dein Atem fließt, während du ganz sanft erst dein Kinn leicht ranziehst und dann den Kopf hebst. Und hab auch hier jetzt wieder das Gefühl, als würdest du deine Außenkanten zueinander bringen wollen. Du rotierst deine Oberarme nach außen. Das macht deinen Nacken schön frei. Heb die Schultern hoch, zieh deinen Bauch lang, zieh deinen Brustraum lang. Wenn es für dich gelingt, schließ hier deine Augen. Atme ruhig ein und aus. Und wenn du möchtest, gehst du jetzt mit der Affirmation: Mein Glück kommt von innen. Mein Glück kommt von innen. Es ist so wichtig, dass wir uns klar werden, dass das wahre Gold, der wahre wertvolle Schatz, der liegt in dir selbst. Dort ist er. Und du darfst ihn entdecken, jeden Tag aufs Neue. Mit deiner Liebe zu dir. Atme nochmal ruhig ein. Hier hebt dein Brustkorb höher. Und mit der Ausatmung langsam bringst du die Hände zum Boden tief. Deine hinteren Zehen stellst du auf, heb dein hinteres Knie und kreist deinen rechten Arm nach hinten hoch. Atme ein. Nach vorne tief aus. Noch zwei Kreise mehr, einatmen nach hinten hoch und ausatmen tief. Letztes Mal ein Husch und mit dem Ausatmen kommt dein linker Fuß nach vor zum rechten. Uttanasana, beug die Knie, weite dein Gesäß nach hinten, nach oben. Entspann den Kopf für einen Moment und einatmen, hebst du dann dein Herz nach vor. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, roll hoch zum Stehen, beug dafür die Knie, roll nach oben und bring mit der Ausatmung deine Hände vor dein Herz. Heb die Arme hoch, atme ein. Ausatmen, bring die Hände auf deinen Rücken, beug die Knie, verschränk die Finger ineinander, Handflächen kommen zusammen, deine Ellbogen sind gebeugt, heb die Schultern nach oben. Und nach hinten. Beginn dann langsam die Arme nach hinten zu strecken. Atme ein, heb deinen Brustkorb. Kannst die Beine ein bisschen mehr strecken, während du das machst. Und mit der Ausatmung beugst du die Beine und kommst tief in Uttanasana. Du entspannst deinen Nacken, indem du den Kopf hängen lässt und deine Arme streben hoch Richtung Decke. Also nicht nach vorne über deinen Kopf, sondern hoch Richtung Decke streben sie. Atme hier tief ein und aus. Nochmal einatmen
Und auslöst die Hände, bring sie zum unteren Rücken, lass sie tief fließen, beug die Knie, heb die Arme, komm in den Blitz, atme ein, löst dein rechtes Bein, mach einen liebevollen Schritt nach hinten in den Sprinter, atme aus. Hände kommen tief, heb dein linkes Bein hoch, einatmend und bleibe kurz hier, spreiz die Zehen. Und mit deiner Ausatmung bringst du dann dein linkes Bein weit nach vor. Du rollst dich ein, rundest den Rücken und machst diesen Schritt. Dein vorderes Bein ist Kniesprunggelenk, eine Linie. Dein hinteres Knie kommt weit hinter deiner rechten Hüfte tief. Und jetzt setzt du deinen hinteren Fußrücken wieder ab. Gut. Heb die Arme hoch, komm in deinen kleinen Krieger. Dein Atem fließt, dein hinterer Fußrücken drückt kraftvoll in den Boden. Du hebst die Schultern nach oben und nach hinten. Du ziehst deinen Bauch lang, du ziehst deinen Brustraum lang. Und wieder möchtest du die Handkanten aneinander bringen und rotierst dadurch die Arme nach außen. Das heißt, du bringst sie natürlich nicht zusammen. Du drehst nur die Hände so, als würdest du es können. Und von hier aus atmest du. Zieh dich in die Länge. Mein Glück kommt von innen. Zentrier die Beine zueinander, als hättest du einen Block zwischen deinen Beinen. Das ist nur so ein Symbol, damit du weißt, wohin du zentrieren darfst. Richtung Mittellinie. Atme noch für 3 tiefe Atemzüge. Heb dein Herz, zieh dich lang. Dein Herz kommt nach vorne und nach oben. Ja, du ziehst die Körpervorderseite auseinander. Und noch einmal atmest du ruhig ein und bringst die Hände dann zum Boden tief mit deiner Ausatmung. Hinteren Zehen stellst du auf, hebst dein hinteres Knie, linker Arm kreist nach hinten hoch, atme ein, nach vorne tief aus, nach hinten hoch ein, nach vorne tief aus, nach hinten hoch ein, mach einen Schritt nach vor und komm in Uttanasana in die Vorbeuge. Einatmend hebst du dein Herz. Ausatmen, tauch wieder tief. Beug die Knie mehr, roll hoch zum Stehen, atme hier ein und bring die Hände in Anjali Mudra mit der Ausatmung. Heb die Arme wieder hoch, einatmen und bring die Hände wieder auf deinen Rücken. Verschränk sie diesmal andersherum, sodass dein anderer Zeigefinger vorne ist. Beug die Ellbogen, Ellbogen zeigen zurück. Heb die Schultern nach oben und nach hinten. Knie sind leicht gebeugt. Von hier aus deine Arme strecken, Herz heben. Handflächen bleiben zusammen, während du langsam in den Boden tauchst. Entspann deinen Kopf tief und heb die Arme hoch Richtung Decke. Spür, wie wunderbar das deine Schultern öffnet. Atme tief ein hier. Atme aus. Nochmal tief einatmen, atme aus, leg die Hände am unteren Rücken ab, löst die Hände voneinander, beug die Knie und bring die Arme hoch in den Blitz. Atme hier ein, bring dein linkes Bein nach hinten, langsam in den Sprinter. Ich habe noch nicht viel Gleichgewicht wegen meinem kleinen Zeh. Falls du eine Säule in der Nähe hast, ist sicher auch für dich manchmal hilfreich. Und dann bringst du rechtes Bein nach hinten hoch in den dreibeinigen Hund, spreizt die Zehen auseinander und setzt ab in den herabschauenden Hund. Hier bringst du die Knie zum Boden tief, atmest ein und wirst weich zwischen den Schulterblättern aus. Einatmen, füllen. Ausweich. Letztes Mal. Einatmen, füllen. Ausatmen, weich werden. Jetzt heb hier dein Herz, atme ein und schieb zurück in den herabschauenden Hund, atme aus. Heb hier dein rechtes Bein nochmal hoch, einatmen. Mach einen Schritt nach vor mit der Ausatmung. Komm wieder in kleinen Krieger 1, setz dein hinteres Knie ab, heb die Arme nach oben. Und diesmal greift deine rechte Hand, dein linkes Handgelenk, spreiz die Finger deiner linken Hand, heb die linke Schulter weit hoch und mit der Ausatmung dehn dich nach rechts. Dein Atem fließt, beide Arme sind aktiv und ziehen deine Flanken lang. Ruhig einatmen und aus. Du kannst den hinteren Fußrücken ablegen, wenn du magst. Ruhige Atemzüge, tiefe Einatmung,
Tiefe Ausatmung. Nochmal tief einatmen. Und mit der Ausatmung über die rechte Seite kommst du tief. Stell die hinteren Zehen auf, kreis deinen rechten Arm hoch, diesmal nur einmal hoch. Mach einen Schritt nach vor, Uttanasana. Roll hoch zum Stehen direkt. Atme ein. Hände vor dein Herz. Heb die Arme hoch, einatmen. Bring die Hände auf deinen Rücken, verschränk sie wieder andersherum, sodass du jedes Mal wechselst. Roll die Schultern hoch und nach hinten, Brustkorb heben, streck die Arme, atme aus. Tauch tief in die Vorbeuge. Löse die Hände, komm in den Blitz, atme ein. Bring dein rechtes Bein nach hinten, atme aus. Bring dein linkes Bein hoch, einatmen. Und mach wieder den Schritt nach vor, aus. Komm in den kleinen Krieger 1, atme ein. Dein Atem fließt weiter, während die linke Hand dein rechtes Handgelenk greift. Spreiz die Finger, heb die rechte Schulter hoch zum Ohr. Mit der Ausatmung dehn dich nach links. Ruhig einatmen. Ruhig aus. Zieh die Körperseiten lang tief ein und aus. Noch zwei mehr. Einatmen, ausatmen, letztes Mal. Einatmen und über die linke Seite, komm zum Boden tief, atme aus. Zehen hinten aufstellen, heb dein Knie, linker Arm kreist hoch, atme ein. Schritt nach vor in Uttanasana, atme aus. Roll hoch zum Stehen mit deiner Einatmung und bring die Hände vor dein Herz aus. Heb die Arme hoch, atme ein. Bring die Hände nach hinten, verschränk sie andersherum wieder. Ausatmen, einatmen, heb dein Herz. Ausatmen, tauch tief. Komm in den Blitz, atme ein. Rechtes Bein, Schritt zurück, atme aus. Linkes Bein meinte ich, Verzeihung, linkes Bein, Schritt zurück. Und dann dein rechtes Bein hoch, bitte einatmend. Herabschauender Hund, aus. Setz die Knie am Boden ab, atme ein. Und werd weich, aus. Einatmend füllen, ausatmend schmelzen. Einatmend, einfach Brustkorb heben. Komm zurück in den herabschauenden Hund mit deiner Ausatmung. Heb dein rechtes Bein wieder hoch, atme ein. Diesmal setz deinen rechten Fuß außen neben deiner rechten Hand ab mit der Ausatmung. Bleibe hier, setz dein linkes Knie zum Boden und öffne deinen rechten Fuß 45 Grad. Bring deine linke Hand ein Stück weiter nach links und dreh die Fingerspitzen 90 Grad. Gut. Bring die rechte Hand auf dein rechtes Knie. Heb die Schultern hoch zu den Ohren und nach hinten. Erlaub deinem linken Oberarm nach außen zu rotieren, so nach links rüber. Gut. Und von hier aus jetzt kreis deinen rechten Arm nach vorne und nach hinten. Zieh die linke Ferse ran und greif zu deiner linken Fußaußenkante. Achte wirklich darauf, dass du die Außenkante hast und nicht die Innenkante. Wenn du Innenkante hast, rotiert der Oberarm nach innen und du kannst hier nicht öffnen. Bei der Außenkante kannst du wunderbar öffnen. Nimm dir gerne einen Gurt, falls du das Gefühl hast, du kommst nicht zu deinem Fuß dazu. Von deinem Bademantel, den Gürtel zum Beispiel, oder einen Schal, um dein Bein näher zu bringen. Jetzt ziehst du deine Ferse Richtung Gesäß, gleichzeitig hebst du dein Herz nach vor. Atme hier ruhig ein. Atme aus, Brustkorb heben. Dein Kopf ist so in Verlängerung von deinem Brustbein und du schiebst dein Herz nach vor und erlaubst dir hier mit der nächsten Affirmation zu arbeiten. Ich lasse meine Seele strahlen. Schließ dafür gern die Augen. Wiederhol das 2-3 Mal in deinem Herzen. Ich lasse meine Seele strahlen. Noch 2 mehr. Noch einmal mehr.
Und dann langsam löst du. Bring deine rechte Hand nach vorne und heb die hinteren, stell hinteren Zehen auf, heb dein Knie, bring deinen linken Fuß zum linken Hand nach außen und komm für einen Moment tief in Malasana. Da drückst du deine Arme nach außen und deine Beine drücken gegen die Arme. Heb dein Herz hier, atme tief ein. Ausatmend Uttanasana. Wander mit den Füßen hüftbreit zueinander und roll hoch zum Stehen mit deiner Einatmung. Bring die Hände vor dein Herz mit deiner Ausatmung. Heb die Arme wieder hoch, atme ein. Bring die Hände auf deinen Rücken, verschränk die Finger, atme aus. Heb dein Herz, zieh die Arme zurück und tauch tief. Einatmend, komm in den Blitz. Ich werde mich drehen auf die andere Seite und mit der Ausatmung bring dein linkes, rechtes Bein, rechts, links heute, rechtes Bein natürlich nach hinten. Bring dein linkes Bein hoch, atme ein und setz deinen linken Fuß außen ab. Nimm deine Hand, atme aus. Rechtes Knie kommt tief. Dein linker Fuß 45 Grad geöffnet. Bring deine rechte Hand nach außen und dreh sie 90 Grad. Bring die linke Hand auf dein linkes Knie. Heb die Schultern hoch zu den Ohren und nach hinten. Und rotiere deinen rechten Arm rüber nach rechts, sodass der Oberarm nach außen rotiert wird. Gut, heb hier deinen Brustkorb. Und kreis deinen linken Arm von vorne nach hinten. Zieh die Fußaußenkante ran zu dir. Achte wieder drauf, wirklich deine Außenkante zu erwischen. Und während du liebevoll deine rechte Ferse näher bringst, Richtung Gesäß, hebst du deinen Brustkorb weit nach vorne und nach oben. Ich lasse meine Seele strahlen. Ruhige Atemzüge tief ein. Und aus. Ich stelle mir immer vor, dass meine Seele irgendwo in der Nähe meines Herzens lebt. Und dort, wenn ich jetzt mein Herz öffne, auch mein Licht aus meinem Herzen zur Seele strahlen kann und die Seele aus lauter Liebe auch selbst zu strahlen beginnt. Noch für 2 Atemzüge tief ein. Und aus. Und nochmal tief einatmen. Atme aus, langsam lösen. Bring beide Hände zurück zum Boden. Heb dein hinteres Knie und mach diesen Schritt nach vor wieder in Malasana. Komm tief zum Sitzen. Heb dein Herz, atme tief ein. Und aus. Nochmal einatmen. Und komm in Uttanasana. In die Vorbeuge, während ich mich wieder auf die andere Seite drehe. Roll dann hoch zum Stehen, atme ein. Hände kommen vor dein Herz aus. Heb die Arme und deine Fersen hoch, wenn du magst. Das hatte ich bisher nicht mit angesagt, aber jetzt ist es vielleicht schöner, mal sich lang zu ziehen. Atme aus, bring die Hände auf deinen unteren Rücken, verschränk die Finger wieder andersherum, heb die Schultern nach oben, nach hinten, heb dein Herz, atme ein, tauch tief Uttanasana, beug die Knie und komm in den Blitz einatmend, linkes Bein, Schritt zurück, aus. Heb dein rechtes Bein hoch, einatmend, herabschauender Hund, atme aus. Setz deine Knie am Boden ab und diesmal kommen wir in Anahatasana, das heißt, du wanderst mit den Händen weiter nach vor, auseinander, kommst auf deine Fingerspitzen und wirst weich zwischen Schulterblättern, erlaub deinem Herz tief zu schmelzen, bring die Stirn auf den Boden und während du das machst, hebst du deine Achselhöhlen hoch Richtung Decke. Dein Atem fließt. Du bist immer noch hier in einem tiefen Atem. Und die Achselhöhlen richtig schön nach oben heben. Atme nochmal ruhig ein. Atme aus, werde noch weicher zwischen deinen Schulterblättern. Letztes Mal einatmen. Atme aus, setz die Unterarme ab, heb deinen Kopf. Bring die Unterarme schulterbreit.
und schieb jetzt deine Schulter nach vor über deine Ellenbogen. Bring dein Becken zum Boden tief für die Sphinx. Beginn deine Fußrückenkraft voll in den Boden zu drücken. Aktiviere deine hinteren Oberschenkel. Zieh mit den Unterarmen den Boden zu dir her und heb dein Herz nach vor. Atme ruhig ein und aus. Schließ deine Augen und vielleicht resoniert diese Affirmation in deinem Herzen mit dir selbst. Ich verdiene Liebe und Respekt. Ich verdiene Liebe und Respekt. Doch bevor dir diese Liebe und dieser Respekt von anderen entgegengebracht werden kann, ist es wichtig, dass du es für dich selbst empfindest, Liebe für dich empfindest, dich selbst respektierst, dass der Mensch, der wunderbare Mensch, der du bist. Atme nochmal ruhig ein hier und dann langsam mit deiner Ausatmung kommst du mit dem Oberkörper tiefer und streckst die Arme mal nach vorne aus mit den Daumen nach oben. Ich nenne sie die optimistischen Daumen, weil, ne? Daumen ist hoch, zieh jetzt deine Fersen ran und bring die Knie ein bisschen weiter auseinander. Du kannst die Füße flexen, das heißt Zehen ranziehen. Und von hier aus ist wichtig, dass deine optimistischen Daumen immer oben bleiben. Ja, die drehen sich überhaupt gar nie, während du nach hinten kommst, zeigen immer noch nach oben und du greifst die Innenseite von deinen Sprunggelenken und bringst dann die Knie wieder zueinander. Hab das Gefühl, du hast einen Block zwischen deinen Beinen und du möchtest diesen Block zusammenquetschen. Und von hier aus jetzt wollen deine Beine weg nach hinten, die Hände halten dagegen und du hebst deinen Brustkorb und kommst in Dhanurasana, den Bogen. Denk daran, heb die Schultern hoch und nach hinten. Deine Körperseiten werden dadurch länger, wenn die Schultern mehr nach oben kommen und du zentrierst die Beine zueinander. Flex die Füße, atme. Ich verdiene Liebe und Respekt. Ruhige Atemzüge. Das Zentrieren deiner Beine ist essentiell. Die Füße und die Hände halten gegeneinander. Bau dieses Tensegrity auf, von dem ich schon öfter gesprochen habe. Wenn die Füße gegen die Hände halten, die Hände gegen die Füße, entsteht Stabilität für dich. Atme nochmal ruhig ein hier und langsam löst du. Atme aus. Bring deine Hände unter deine Stirn. Schließ die Augen, wieg sanft dein Becken hin und her. Ich verdiene Liebe und Respekt. Atme nochmal tief ein. Atme aus. Langsam löst du. Während du weiter atmest, setzt du dich nach hinten auf deine Fersen. Ich drehe mich zu dir, heb die Arme nach oben hoch, atme ein, mach einen liebevollen Twist nach rechts, atme aus. Bring die linke Hand zu deiner Oberschenkelaußenseite und die rechte Hand gerne in deinen unteren Rücken. Zieh dich lang einatmen, öffne, atme aus. Noch zwei mehr, tief ein und aus. Noch einmal tief einatmen und aus. Komme langsam zurück, heb die Arme hoch, atme ein. Twist nach links mit der Ausatmung, deine rechte Hand kommt zur linken Seite, die linke Hand hinter dich, du ziehst dich lang einatmend und öffnest aus. Tief ein und aus. Ruhige Atemzüge. Ein letztes Mal ruhig einatmen. Und aus. Heb die Arme wieder hoch mit der Einatmung. Bring die Knie gern weiter auseinander. Und komm für einen Moment in Balasana. Die Stellung des Kindes, deine Großzehen berühren sich. Dein Kopf entspannt sich auf dem Boden. Atme ruhig ein, ruhig aus. Nochmal ruhig ein,
ruhig aus. Dann kommen langsam in den Vierfüßler, bring die Hände unter deine Schultern, die Knie ein bisschen weiter nach hinten, als es deine Hüften sind. Herabschauender Hund, mit deiner Ausatmung, dann läufst du langsam nach vor mit deinen Füßen zu deinen Händen, hebst hier mal dein Herz, atmest ein, tauchst tief in Uttanasana. Entspann deinen Kopf tief. Du kannst die Arme verschränken ineinander, Knie sind leicht gebeugt, während dein Steißbein hochzieht, der Scheitel deines Kopfes tief zum Boden. Hier bleibst du noch für 2 weitere Atemzüge. Ruhig ein, ruhig aus, ruhig ein und ausatmen. Kommst du langsam zu Hocke tief, zum Sitzen tief. Und im Sitzen dann findest du einen wunderbar aufrechten Sitz. Mit deinen Handflächen entweder auf dein Herzen oder mit den Handflächen auf deinen Knien schließt du für einen Moment deine Augen. Und ich werde die einzelnen Affirmationen für dich nochmal wiederholen. Und während ich es wiederhole, kannst du für dich sie in deinem Herzen nochmal sprechen, wenn du magst. Und du kannst dich dafür auch gerne hinlegen, wenn du möchtest. Ich bin einzigartig. Mein Glück kommt von innen. Ich lasse meine Seele strahlen. Ich verdiene Liebe und Respekt. Ich bin einzigartig. Mein Glück kommt von innen. Ich lasse meine Seele strahlen. Ich verdiene Liebe und Respekt. Falls du jetzt dich auf den Rücken gelegt hast, dann bleibe ruhig da, pausiere das Video so lange, wie du jetzt eine Entspannung brauchst. Und falls du gerne gleich jetzt deine Praxis beenden möchtest, dann kommst du zurück zum Sitzen. Erlaubst dir nochmal hier deinen Fokus auf dein Herz zu geben. Bring die Hände zusammen in Anjali Mudra. Spür deinen Atem, spür deinen Herzschlag, spür deine Lebendigkeit. Und vielleicht findest du ein liebevolles Lächeln für dich, weil du du bist. Langsam bringst du deine Hände zu deinem dritten Auge für liebevolle Gedanken. Zu deinem Mund für sanfte Worte und zu deinem Herzen für ein Herz voller Liebe und Mitgefühl für dich und alle Wesen dieser Welt. Namaste. Vielen Dank, dass du heute mit mir praktiziert hast. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt richtig wunderbar geöffnet bei deinem Herzen, bei deiner Körpervorderseite und hast ein bisschen ein inneres Strahlen gefunden, ein Liebesstrahlen für dich selbst. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns wiedersehen, bei dir im Wohnzimmer. Bis bald. Und schreib mir genau unter die Kommentare bitte, wie es dir heute ergangen ist. Bis bald.